Wenn du selbstständig bist, musst du wahrscheinlich zumindest regelmäßig Rechnungen schreiben. Ehrlicherweise kann man das auch machen mit Word und Excel oder tatsächlich sogar mit Stift und Papier. Praktischer ist es allerdings, wenn man dafür ein professionelles Tool hat. Und eines dieser Tools schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von Accountes Steuerberatung und grundsätzlich kann ich jedem empfehlen, seine Rechnungen mit einem vernünftigen, professionellen Rechnungstool zu erstellen. Da gibt es eine ganze Reihe an Softwarelösungen, die integriert in Buchhaltungslösungen sind. Wir haben uns zum Beispiel auf diesem Kanal auch schon mal LexOffice angeschaut. LexOffice ist eigentlich ein Buchhaltungsprogramm und da drin gibt es halt auch Rechnungsfunktionen. Da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Es gibt allerdings auch manchmal Szenarien, da ist es günstiger, seine Rechnungen in einem eigenen Rechnungstool zu haben. Und zwar beispielsweise, wenn jemand anderes in deinem Unternehmen oder für dich Rechnungen vorbereiten soll, du aber nicht den Zugang auf alle Buchhaltungsinformationen weitergeben möchtest, an diese Assistenz beispielsweise. Oder aber auch, wenn du ganz am Anfang erstmal starten möchtest, dann ist es vielleicht einfach auch ein bisschen zu viel, gleich ein großes Buchhaltungsprogramm zu buchen und du brauchst eher eine schlanke Lösung, mit der du kostengünstig starten kannst. Und eine solche Lösung ist Zervant. Und Zervant schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Was kann dieses Tool und für wen ist es geeignet? Zervant ist also, wie schon gesagt, kein Buchhaltungsprogramm, sondern eine Rechnungssoftware. Und natürlich ist da dann interessant, was kann das denn eigentlich? Also welche Funktionen gibt es eigentlich? Und das schauen wir uns am besten einfach mal auf der Webseite an. Du kannst natürlich Kunden anlegen und Produkte anlegen. Das sind so die beiden wichtigsten Dinge. Welchem Kunden hast du welche Produkte oder welche Dienstleistungen verkauft? Und was ich da ganz spannend finde, weil Zervant den absoluten Fokus auf Rechnungen hat, gibt es bei den Rechnungen auch weitere Funktionen, die es bei vielen anderen Lösungen nicht gibt. Was mir zum Beispiel sehr gefällt, ist die Möglichkeit, meine Rechnungen per Post zu verschicken. Einige Kunden, gerade große Unternehmen, wollen gerne noch die Rechnung irgendwie per Post bekommen. Das nervt mich persönlich, weil ich selbst keine Lust habe, Papier auszudrucken, das im Briefumschlag zu stecken und dann mit Briefmarke zur Post zu bringen. Und das musst du mit Zervant auch gar nicht machen. Da setzt du nämlich einfach einen Haken per Post verschicken und dann übernimmt Zervant das Ganze für dich. Das finde ich zum Beispiel eine sehr attraktive Lösung. Und dann wird es in den nächsten Jahren noch einige gesetzliche Neuerungen geben rund um das ganze Thema E-Invoicing. Also die Rechnungsstellung wird sich in den nächsten Jahren noch ganz erheblich verändern. Und teilweise ist das in anderen EU-Ländern auch schon umgesetzt. Italien ist da zum Beispiel schon sehr, sehr weit technologisch gesehen. Und viele dieser Regelungen werden in den nächsten Jahren tatsächlich auch in Deutschland eingeführt. Das heißt, da kommt einiges auf uns zu. Der Vorteil bei Zervant ist, das ist ein internationales Unternehmen. Das heißt, die haben ganz viele Funktionalitäten, die erst im nächsten oder übernächsten oder vielleicht sogar erst in 3 Jahren in Deutschland gebraucht werden, jetzt schon implementiert. Das heißt, diese ganze E-Invoicing-Funktionalität, die bekommst du bei Zervant auch mit. Du kannst Zervant einmal über die Browser-Version bedienen, aber es gibt auch eine mobile App. Das heißt, du kannst deine Rechnung im Zweifel auch über Smartphone schreiben. Das ist persönlich nicht so mein Ding, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das ganz gerne machen. Direkt nach der Arbeit, nach einem Auftrag in der Bahn oder im Bus, vielleicht schon am Smartphone gleich einen Rechnungsentwurf schreiben. Das ist mit Zervant möglich. Und natürlich kannst du mit Zervant alle Dokumente erstellen, die, ja, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne in das Universum der Rechnungsstellung gehören. Also ein Angebot, eine Teilzahlungsrechnung, eine Zahlungserinnerung, eine Mahnung und so weiter. Das heißt, all diese Dokumente, die im Zusammenhang mit Rechnungen manchmal auch erstellt werden müssen, die kannst du natürlich auch alle mit Zervant erstellen. Eine weitere spannende Funktion finde ich tatsächlich die Zeiterfassung. Viele Selbstständige arbeiten ja irgendwie für Stunden, für Tage und so weiter. Und da ist es bei einigen Kunden einfach wichtig, die Zeiten zu erfassen. Und das kannst du tatsächlich auch in Zervant erledigen. Das heißt, du kannst da direkt deine Zeiten erfassen und aus dieser Zeiterfassung dann anschließend Rechnungen generieren. Wir sehen also, dass Zervant ein wirklich spezialisiertes, professionelles Tool für Rechnungserstellung ist und kein großes, komplexes Buchhaltungsprogramm. Natürlich kann ich jetzt relativ viel erklären, was theoretisch irgendwie geht. Ich denke, am einleuchtendsten oder am besten nachzuvollziehen ist es, wenn wir uns das einfach gemeinsam einfach mal anschauen. Und deswegen nehme ich dich einfach mal mit auf meinen Laptop. Und zwar zeige ich dir hier mal meinen extra für dieses Video vorbereiteten Zervant-Account. Hier sehen wir also, das ist die Firma Melchior Videoproduktion. Das heißt, meine persönliche Videoproduktionsfirma schreibt hierüber Rechnungen. Und ich sehe hier auch gleich den Überblick, das heißt, wie viele aktuell gestellte Rechnungen gibt es, die fällig sind, das sind 2380 Euro, und wie viele Rechnungen sind überfällig,
Also wo müsste ich langsam vielleicht meine Zahlungserinnerung oder Mahnung schicken? Das sind 1.190 Euro und ich sehe hier auch, dass ich 3.570 Euro insgesamt noch von meinen Kunden bekomme und das besteht aus zwei Rechnungen. Hier unten sehe ich auch die Entwicklung über die Monate, das heißt, wann habe ich eigentlich wie viel Umsätze gemacht. Wichtig auch hier ist natürlich der Unterschied zu einem Buchhaltungsprogramm, dass ich hier nur meine Umsätze sehe und nicht die Ausgaben. Das ist vielleicht auch eine Information, die möchte ich gar nicht mit allen meinen Mitarbeitern und Dienstleistern teilen. Das heißt, hier schreibe ich wirklich nur die Rechnungen drüber. Außerdem sehe ich hier auf der rechten Seite, wer sind eigentlich meine besten Kunden und was sind meine besten Produkte oder Angebote. Diese Produkte und Kunden lege ich nämlich einmal an und wenn ich die Rechnung erstelle, dann kann ich die jeweils aus dem Dropdown-Menü auswählen. Das heißt, deswegen kann ich das gut analysieren, was läuft eigentlich bei mir am besten und wer ist eigentlich mein bester Kunde. Und das schauen wir uns am besten einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Und zwar klicke ich hier oben rechts einfach auf Neue Rechnung. Und dann öffnet sich das ganze Interface, was für mich wichtig ist. Ich kann hier einen Kunden auswählen. Und zwar habe ich hier für die Contest GmbH Videos produziert. Und zwar nehmen wir das heutige Datum. Das heißt, das Rechnungsdatum ist der 17.02. Heute nehme ich das Video auf. Ich habe Zahlungsbedingungen, kann ich natürlich auch verändern. Das ist dann das Datum, was mir angezeigt wird, auch in meinem Dashboard, ob eine Rechnung pünktlich bezahlt wurde oder nicht. Und hier unten kann ich dann meine Produkte oder Dienstleistungen auswählen. Und zwar habe ich YouTube-Videos produziert. Die YouTube-Videos habe ich schon vorher als Produkte angelegt. Ich kann natürlich jetzt auch noch weitere Produkte anlegen, aber ich rechne YouTube-Videos nach Stückpreisen ab. Und zwar 1.000 Euro kostet bei mir ein Video. Für Contest gibt es einen besonderen Freundschaftspreis natürlich. Und dann sehe ich hier auch den Nettobetrag, die Gesamtsumme. Und wenn ich jetzt aber 5 Videos abrechnen möchte, kann ich hier auf 5 Videos gehen. Und dann verändert sich natürlich der Rechnungsbetrag. Was ich natürlich hier noch machen müsste, jetzt aber hier in diesem Video nicht mache, ist, dass ich die Kontoverbindung eintrage. Und da gibt es auch eine spannende Funktion. Und die sehen wir, wenn wir da einmal draufklicken. Und zwar kann ich natürlich ganz normal meine Kontoverbindung angeben. Und dann kriege ich meine Rechnung per Banküberweisung bezahlt. Ich habe aber natürlich hier auch die Möglichkeit, mich per Kreditkarte bezahlen zu lassen. Das heißt, ich kann das jetzt hier einrichten, dass der Kunde direkt über einen Link mich per Kreditkarte bezahlen kann. Und das Ganze ist natürlich relativ entspannt, sowohl für meinen Kunden als auch für mich, weil das natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich auch schnell bezahlt werde. Und außerdem könnte ich auch einen PayPal-Link oder eine E-Mail-Adresse eintragen und dem Kunden so die Möglichkeit geben, mich auch per PayPal zu bezahlen. Das möchte ich hier, wie gesagt, an dieser Stelle einmal nicht machen. Ich möchte euch aber nochmal eine Funktion zeigen, die ich auch sehr, sehr attraktiv finde. Früher hatte ich nämlich häufig so Beratungs Aufträge, wo ich monatlich eine Pauschale abgerechnet habe. Das heißt, ich wusste eigentlich schon, welche Rechnungen ich schreiben muss, weil ich immer am letzten eines Monats 5.000 Euro an den einen Kunden in Rechnung gestellt habe und 2.000 Euro an den anderen Kunden und so weiter. Das heißt, ich wusste eigentlich jeden Monat schon, welche Rechnungen ich zu schreiben habe und das war für mich immer so ein bisschen ätzend, jeden Monat Copy-Paste zu machen. Das ist hier gar nicht notwendig. Hier könnte man beispielsweise einfach auf Wiederholungsrechnung gehen und dann sagen, hier monatlich immer am 1. des Monats oder immer am 28. oder wann auch immer möchte ich diese Rechnung erstellen und dann wird diese Rechnung auch automatisch erstellt. Bezieht sich jetzt nicht auf diese eine Rechnung, aber grundsätzlich kann ich hier so Serien- oder Wiederholungsrechnungen erstellen und ich kann natürlich auch eine Anzahlungsrechnung, eine Teilzahlungsrechnung und so weiter erstellen. Diese Möglichkeiten habe ich hier direkt in der Einstellung. Ich möchte diese Rechnung aber jetzt verschicken und deswegen klicke ich auf Vorschau. Und dann sehe ich, wie meine Rechnung aussieht. Und da sind schon mal alle wichtigen Informationen aufgeführt. Hier siehst du mein schönes Logo, hier siehst du meine Adresse, hier siehst du den Kunden. Das sind all die Sachen, die ich natürlich einmalig eingestellt habe. Hier siehst du, dass ich 5 YouTube-Videos abrechne mit dem Leistungsdatum. Ganz, ganz wichtig, das wird gerne mal vergessen. Und dem ganzen Preis. Und wenn ich so mit der Rechnung einverstanden bin, dann kann ich sie verschicken. Und zwar habe ich da mehrere Möglichkeiten. Am spannendsten finde ich da tatsächlich natürlich erstmal den ganz normalen E-Mail-Versand, aber auch diesen Postversand. Da klicke ich auch einmal drauf. Das kann ich jetzt hier einrichten und dann versendet Zervant tatsächlich eine Papierrechnung. Ehrlicherweise finde ich das immer ein bisschen Quatsch. Ich weiß aber tatsächlich, dass viele große Unternehmen das genau so haben wollen. Deswegen finde ich das toll, dass diese Funktionalität hier direkt angeboten wird. Ich werde die Rechnung jetzt allerdings einfach herunterladen und über mein E-Mail-Programm versenden. Und wir sehen jetzt auch hier, dass diese neue Rechnung jetzt da ist. Und wenn wir einmal auf das Dashboard gehen, sehen wir auch, dass natürlich die offenen Forderungen gestiegen sind und der Februar ist jetzt schon richtig gut mit einem Umsatz von über 8.000 Euro. Brutto natürlich. Aber Zervant hat auch noch weitere Funktionen. Ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, aber auf so ein paar Punkte. Und zwar kann ich natürlich auch Mahnungen verschicken. Wir sehen ja, dass die Contest GmbH diese Rechnung 23.1
gar nicht bezahlt hat. Das ist natürlich untypisch, liebe Dienstleister von uns, aber man muss natürlich eventuell auch manchmal ein bisschen hinterherlaufen und mal eine Mahnung oder eine Zahlungserinnerung verschicken. Und da kann ich jetzt hier einfach diese Rechnung aufrufen und gehe hier auf Zahlungserinnerung senden und kann dann direkt per E-Mail oder auch wieder per Post eine Zahlungserinnerung oder Mahnung verschicken. Das heißt, das Ganze ist für mich in wenigen Klicks erledigt und alles andere läuft im Hintergrund. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und dann gibt es natürlich noch eine Funktion, die ich zeigen möchte. Und zwar ist natürlich das Forderungsmanagement wahnsinnig wichtig. Mich interessiert ja nicht immer nur, welche Rechnungen ich geschrieben habe, sondern vor allem, welche Rechnungen sind noch offen und welche wurden schon bezahlt. Und um da einen Überblick zu behalten, da kann ich einen Zahlungsabgleich ausführen. Das heißt, ich kann mein Bankkonto mit Cervant verbinden und dann wird automatisch geschaut, ob tatsächlich die Rechnungen, die ich gestellt habe, schon bezahlt wurden oder nicht. Und dann wird mir das auch entsprechend in meinem Dashboard angezeigt. Das sind so die Funktionen, die ich einmal zeigen wollte. Einen wichtigen Punkt, auf den möchte ich noch einmal eingehen. Natürlich gibt es jetzt auch hier die Möglichkeit, irgendwas mit Steuerberatung zu machen. Und zwar sehen wir hier die Contest Steuerberatung. Ja, ich möchte natürlich der Klarheit auch einfach einmal sagen, Contest und Cervant gehören beide zu Ageras. Das heißt, wir gehören irgendwie schon zueinander. Deswegen, hier gibt es die Möglichkeit, Contest, das Bankkonto zu buchen oder tatsächlich die Dienste von uns, der Contest Steuerberatung. Und für alle Leute, die gerne sparen wollen, habe ich da einen kleinen Tipp. Und zwar gibt es hier ein Angebot, und zwar Geschäftskonto für Selbstständige. Cervant bietet dir 30% Rabatt auf das Contest Geschäftskonto und den Contest Steuerservice an. Das heißt, liebe Leute, ich werde es jetzt nicht großartig kommunizieren, ihr habt jetzt einen Rabattcode, mit dem ihr vielleicht Contest ein bisschen günstiger bekommen könnt. Natürlich stellt sich bei Software auch immer die Frage, was kostet denn der ganze Spaß? Und das Schöne bei Cervant ist, es startet bei 0 Euro. Und zwar nicht so eine Freemium-Version, mit der man am Ende gar nichts anfangen kann und am Ende doch ganz viel zahlt. Es gibt tatsächlich einen kostenlosen Plan und zwar für bis zu 5 Kunden. Das heißt, du kannst bis zu 5 Kunden anlegen und kannst dann erstmal anfangen. Das heißt, gerade für Gründer finde ich Cervant eine hervorragende Möglichkeit, zumindest 100-mal besser, als es irgendwie über Excel oder Word oder wie auch immer zu machen. Deswegen ist es eine ganz klare Empfehlung für alle Gründer. Hier kann man wirklich erstmal anfangen, ohne einen Cent an Kosten zu haben. Wenn das Unternehmen dann wächst, dann steigt natürlich auch der Preis von Cervant. Also wenn du 30 Kunden hast, dann zahlst du in dem Starterpaket 9 Euro, allerdings eine jährliche Zahlungsweise. Das heißt, wenn du monatlich zahlen möchtest, dann sind das 11 Euro. Und der Preis steigt dann immer weiter bis zu dem teuersten Paket, dem Wachstumspaket. Das kostet dann 46 Euro. Das ist dann schon relativ ordentlich. Was hier allerdings wichtig ist, da sind tatsächlich diese Premium-Zustellungen auch schon inklusive. Das heißt, da ist dann Porto, die Briefumschläge und so weiter auch schon inklusive. Das heißt, die eigentliche Software ist da gar nicht so teuer. Wenn ich diese Premium-Zustellung nicht nutzen möchte, dann muss ich sagen, dass insgesamt Cervant schon eher am oberen Ende des Preislimits ist. Wenn ich diese Premium-Zustellungen aber nutze, dann spare ich ja auch Geld bei Porto, Papier, Briefumschläge und so weiter. Und wenn ich das dann mal gegenüberstellt, muss ich ehrlicherweise sagen, dann ist Cervant echt nicht teuer. Dann ist das ein relativ günstiges Angebot. Was ich persönlich vor allen Dingen attraktiv finde, ist halt wirklich dieses kostenlose Einstiegspaket. Ich sehe keinen Grund, warum ein Gründer nicht mit Cervant starten sollte. Außer du willst von Anfang an schon professionelles, wirklich umfangreiches Buchhaltungsprogramm. Aber wenn du beispielsweise als Kleinunternehmer gerade erst anfängst, finde ich, dass Cervant eine sehr, sehr günstige Möglichkeit ist, professionelle Rechnungen zu schreiben. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen guten Einblick in das Programm Cervant geben. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du einen Steuerberater suchst und du bist selbstständig, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, in diesem Video habe ich irgendwo einen Gutscheincode versteckt. Du kannst aber natürlich erstmal auch weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.